Ich stehe hier mit Sven Krolas, unserem Listenkandidaten Nummer 2 in Baden-Württemberg, der in der SMV-Diskussion sehr involviert ist. Deswegen frage ich dich, hallo lieber Sven, erzähl mir doch mal deinen Eindruck für die Leute da draußen, wie die Diskussion gelaufen ist und was das Ergebnis deiner Meinung nach ist. Also ich glaube, zuerst müssen wir mal erklären, was die SMV ist, so ein, zwei Worte oder Sätze zumindest dazu. Ich meine, nicht jeder verfolgt unsere parteiinternen Debatten so sehr. Es ist so, es wird bei uns heiß diskutiert, wie wir zwischen den Parteitagen Positionen verabschieden können. Es hat immer aktuelle Dinge, es hat Sachen, die plötzlich kommen. Und naja, es ist unbefriedigend, wenn man dann sagen muss, naja, der nächste Parteitag ist in einem halben Jahr. Ist nicht optimal. Deswegen gibt es heiße Debatten über das, was ich ständige Mitgliederversammlung nennt, wenn hier Drohnen gestartet werden, sehr lustig. Ständige Mitgliederversammlungen, da gibt es verschiedene Konzepte. Es gibt Konzepte, die sagen, naja, wir diskutieren das online und stimmen online ab. Es gibt Konzepte, die sagen, wir diskutieren online und wir stimmen offline in irgendeiner Form ab. Also beispielsweise über Urnenwahl, über Briefwahl, ähnliches. Das sind so die beiden großen Modelle. Es gibt natürlich auch viele Leute, die sagen, wir brauchen gar nichts in der Richtung. Die Parteitage müssen nur effizienter werden. Ist eigentlich alles im Spektrum vorhanden. Ja, ich gehöre zu den Leuten, die sagen, Online-Debatte ist super, aber der zweite Schritt, der muss offline sein. Einfach, um die Nachvollziehbarkeit zu garantieren und auch die Geheimheit der Abstimmung zu ermöglichen. Es ist ja ein ganz wichtiges Minderheitenrecht, dass Dinge geheim abgestimmt werden können. Man denke nur an Leute, die sich wegen ihren sexuellen Neigungen nicht outen wollen. Man denke an Leute, die beruflich Probleme kriegen. Wer jetzt, bei einem Atomkraftbetreiber arbeitet, und es wird dokumentiert, dass die Person an einem Parteitag gegen Atomkraft abstimmt. Das kann Ärger geben, ja, auch in zukünftigen Bewerbungsgesprächen. Und jede Position, jedes Thema kann dazu Problemen führen in der Zukunft, je nachdem, wo man hinkommt. Das ist sehr individuell für die Person, was dazu Probleme führen kann, welche Themen. Deswegen sage ich, okay, es muss möglich sein, geheim abzustimmen, ganz wichtig. Und damit fallen die ganzen Online-Systeme raus. Da ist es entweder nicht möglich, geheim abzustimmen oder nachvollziehbar nach den strengen Maßstäben vom Verfassungsgericht. Ich muss prüfen können, ob meine Stimme richtig gezählt wurde und alle Stimmen richtig gezählt wurden. Und das ist bei einem Online-Verfahren nicht möglich. Vereinfacht gesagt, ein Rechner kann immer manipuliert werden von Admins oder sonst wem. Und ich kann es nicht mehr nachvollziehen. Meine Oma muss es verstehen können. Und es ist auch für einen technischen Laien nicht nachvollziehbar. Weil eine normale Auszählung, die Stimmzettel kann jeder... Genau, Mensch, der lesen kann, anschauen und sagen, jeder, okay, die Stimme ist so ausgegangen. Genau, jeder, der zählen kann, kann das Ergebnis von einer Papierwahl nachvollziehen. Beim Rechner sieht es ganz anders aus. Ich bin ITler aus dem Bereich IT-Security und ich sage, nein, das kann man nicht. Es fliegt uns bald wieder Drohnen ins Bild. Sehr schön. Ach, das ja, so man sieht, trotz heißer Debatten haben wir sehr viel Spaß hier. Ja. Und na gut, da gibt es eben diese beiden großen Ansichten. Ich bin ein großer Freund davon, dass wir solche Systeme machen wie in Rheinland-Pfalz. Sowas hatten wir auch schon zum letzten Parteitag in Baden-Württemberg vorgeschlagen. Wie funktioniert das genau? Online-Debatte. Das online, dass man sagt, von dann bis dann wird diskutiert. Es sollen die Argumente dabei herausdestilliert werden, herausgesammelt werden. Also was spricht für, was spricht gegen einen Antrag? Was sind vielleicht neutrale Argumente in irgendeiner Form? Und im nächsten Schritt wird per Brief oder Urnenwahl oder eine Kombination aus beiden, das ist auch möglich, dann abgestimmt. Also man kann die Briefwahlunterlagen per E-Mail zuschicken, kostet fast nichts. Das Zurückschicken kostet einen Brief, also 58 Cent. Auch das ist also ungefähr bei null. Bei einer Urnenwahl muss man Urnen aufstellen, die bewacht werden. Das ist dann schon schwieriger. Man kann es ja kombinieren, dass man sagt, okay, wir machen einen Monat lang Briefwahl und am letzten Tag ist es noch möglich, an ein paar Urnen abzugeben für die, denen, die der Post nicht trauen, die der Lagerung der Briefe bei der Post nicht trauen. So ist eine Kombination möglich. Ich fände, das wäre ein sehr gutes System mit relativ wenig Kosten, was sehr viel Beteiligung für alle ermöglicht und sehr demokratisch ist. Damit werden wir ja auch päpstlicher als der Papst, weil bei der Briefwahl werden auf staatlicher Seite meiner Meinung nach nicht so strenge Maßstäbe angewendet. Ja gut, darf man nicht vergessen, wir machen parteiinterne Sachen, da sind die Maßstäbe sowieso nicht so streng wie bei einer Bundestagswahl und vor allem machen wir über so ein System auch keine Personenwahlen, sondern nur in Anführungszeichen Sachfragen, das ist auch nicht ganz so streng. Ja, da ist die Drohne, darf man spaßig hier. Von daher, wir werden damit schon ein wenig päpstlicher als der Papst, das stimmt. Aber das kann in so Sachen, wir sind angetreten, als Partei, um die Demokratie zu stärken. So können wir mehr Leute in den parteipolitischen Prozess einbinden, als jene andere Partei gemacht hat. Und es ist demokratischer denn je. Mhm. Das ist doch super, ja? Es ist ja auch so, dass die Piratenparteien, die das Verfahren bereits anwenden, Piratenpartei Österreich, Piratenpartei Schweiz, die machen verbindliche programmatische Abstimmungen online.
dass die natürlich auch besonders in Österreich bemerkt haben, dass eine starke Trennung zwischen Onlinern und Offlinern dann da war, weil sich Leute ausgeschlossen gefühlt haben. Wie könnte man diesem Problem begegnen? Ist das in der Diskussion gestern auch aufgeschienen und berücksichtigt worden, deiner Meinung nach? Die Diskussion war sehr emotional. Es kam natürlich auch das Argument auf, es ging ja gestern um zwei Anträge, wo es mit einer reinen Online-Lösung, da kam das Argument auch auf, dass Offliner komplett ausgeschlossen sind. Wir haben in der Zwischenzeit ja auch älteren Semesters an den Stammtischen, die nicht so interneterfahren sind. Denen muss man erklären, wie man ins Wiki kommt, wie man an die Anträge kommt. Selbst das ist schon teilweise ein Problem. Also es wurde erwähnt, es hat auch Beachtung gefunden, aber die Offliner sind schon eine starke Minderheit in unserer Gesellschaft. Dementsprechend gab es auch Kommentare, die da ein bisschen lapidar drüber hinweggegangen sind, nach dem Motto, ach Gott, kein Internet, das gibt es doch nicht mehr. Aber wir haben alle unterschiedliche Lebensrealitäten. Ja? Für mich ist es normal, dass ich keinen Fernseher daheim habe. Jemand anders würde sagen, oh mein Gott, kein Fernseher, das geht ja gar nicht. Wir haben unterschiedliche Lebensrealitäten, wir müssen versuchen, alle Lebensrealitäten halbwegs zu berücksichtigen. Von daher sollte so ein System online wie offline funktionieren. Vorhin habe ich gemeint, Briefwahlunterlagen per E-Mail zuschicken. Das funktioniert natürlich auch nur online. Man kann ja da auch sagen, okay, man kann sie beim Kreisverband abholen oder beantragen, dass sie einem zugeschickt werden. Das wären dann ein paar wenige Leute, wo man das machen müsste. Das wäre vertretbar vom Aufwand, dann hätten wir auch die Offliner dabei. Ja. Wie würde man das Problem der Geschwindigkeit von Entscheidungen angehen? Weil es ist ja von, wenn man zum Beispiel jetzt ein Online-Abstimmungsverfahren herannimmt für offene Meinungsbilder, die schnell Parteimeinungen erfassen wollen, durchaus charmant, so etwas zu machen. Es hat natürlich Grenzen. Wärst du deiner persönlichen Meinung nach dafür, dass wir etwas derartiges machen? Ich bin gegen diese Online-Systeme, eben wegen dem Problem der Nachvollziehbarkeit und geheimen Wahlen. Die Geschwindigkeit ist sicherlich bei Online-Systemen ein wenig höher, aber man darf nicht vergessen, ich kann jetzt einen Antrag reinstellen, in ein paar Tage drin lassen und abstimmen. Es braucht eine gewisse Länge der Debattierphase. Und die ist unabhängig davon, ob es jetzt online oder offline ist. Da muss man sich auf eine Länge einigen, sagen wir einen Monat, sagen wir zwei Wochen. Auf irgendeine Länge muss man sich einigen. Das ist unabhängig davon, ob online oder offline. Auch die Abstimmphase. Briefe sind langsamer als ein Klick online. Ja, aber es geht nicht darum, wie lang braucht der Brief oder wie lang braucht der Klick. Ja? Es geht darum, wie viel Zeit haben die Leute, um tatsächlich hinzugehen und die Abstimmung durchzuführen. Jemand ist vielleicht mal zwei, drei Wochen im Urlaub. Also die Abstimmphase braucht auch drei, vier Wochen, auch bei beiden Modellen. Und das Einzige, was man vielleicht sagen kann, okay, bei einem Online-System kann man die Anträge ständig reinkommen lassen, also muss er vielleicht nicht sammeln, sondern ständig reinkommen lassen, aber da hat auch die Vergangenheit gezeigt, dass immer welche in der Abstimmphase sind, immer welche diskutiert werden, muss ich auch immer in das System reinschauen und das senkt die Motivation, erhöht den Arbeitsaufwand. So ein getaktetes System erhöht auch die Zahl der Leute, die sich beteiligen und dann haben wir das gleiche Problem auch wie bei Online, wie bei Offline. Ich muss eine gewisse Zeit lang Anträge sammeln, bevor ich sie dann in die Diskussionsphase schiebe. Und dann haben wir auch wieder die gleichen Zeit. Also online ist, okay, ich muss nicht zum nächsten Briefkasten laufen, ich muss keine Briefmarken, keinen Briefumschlag holen, das spare ich mir. Aber die Geschwindigkeit, wenn ich wirklich an die Grundsätze denke, es muss diskutiert werden, jeder muss die zeitliche Möglichkeit haben, abzustimmen, dann ist von der Geschwindigkeit nicht mehr wirklich schwer. Genau, wir sollten also nicht einfach mal eben per Liquid Feedback jetzt Tempo 120 fordern. Tempo 120 ist gar nicht so schnell, da habe ich auch kein großer Freund davon. Ja, das ist ein gutes Beispiel für Schnellschussentscheidungen, die bei den klassischen Parteien meistens durch Einzelpersonen, die dazu auch mehr oder weniger legitimiert sind, erfolgen und wo die dann auch zurückgepfiffen werden. Also du hast durchaus recht, ein langer Diskussionsprozess ist natürlich wichtig. Wie denkst du, wird die Diskussion weitergehen? Wird sich da ein Konsens finden lassen zwischen den Befürwortern des einen grundsätzlichen Lösungsweges und des anderen grundsätzlichen Lösungsweges? Also wir haben auf jeden Fall festgestellt, dass fast alle irgend so ein System wollen. Da gehöre ich ja auch dazu. Wir sind uns auch alle einig, dass Online-Debatte dazugehören muss, weil das ist der große Vorteil. Manche wiederum sagen, Online-Debatte wäre gerade der Nachteil, weil es schnell unsachlich wird. Aber da haben wir ja mit BPT-Arguments, Wiki-Arguments heißt es eigentlich, so heißt es so für den Bundesparteitag, und Findeco und vielleicht noch anderen Werkzeugen haben wir da ja Systeme, mit denen man recht sachliche Argumente sammeln kann, wenn man sich ein bisschen bemüht, also das geht. Ich habe die Frage jetzt wieder vergessen. Ja, genau, Konsens. Also bis dahin, denke ich, haben wir 95% vielleicht sogar noch mehr an Konsens. Die Frage dreht sich eigentlich nur noch um die zweite Phase, online oder offline. Und ich kann es aus meiner Sicht sagen, also eine Offline-Variante würde ich sofort zustimmen, eine Online-Variante nicht. Also ich sehe die Offline-Variante als das Konsens-Ding.
dann sind alle an ständige Beteiligung gewöhnt und vielleicht finden wir ja mal bessere Möglichkeiten für Online-Beteiligung. Ich glaube zwar nicht dran, ich komme aus dem Bereich IT-Security, ich sehe es nicht kommen, aber vielleicht kommt ja mal was. Ja? Ich will es ja nicht endgültig ausschließen, aber wenn wir jetzt sowas wie dann, ich glaube der Antrag 026 ist es, das ist nach dem Vorbild von Rheinland-Pfalz nehmen, mit den Uhren, der ist sicherlich auch noch nicht perfekt, dann wird es das Problem geben, dass bei manchen Uhren zu wenig Leute ihre Stimme abgeben, dann ist die Geheimheit der Wahl nicht mehr gegeben, wenn nur zwei Stimmzettel drin sitzen, drin liegen, dann ist die Wahl nicht mehr geheim, also die Abstimmung. Aber dann müssen wir eben das Gebiet vergrößern und ähnliche Dinge machen, also da kann man ein bisschen tricksen, ja, das kriegen wir hin, oder was weiß ich, Uhren zusammenschütteln, schütten vorm Auszählen, da gibt es ja Tricks ohne Ende, um die Geheimheit wieder herzustellen. Das heißt, so ein System mal ausprobieren, verfeinern und dann schaffen wir es. Und was wir auch hinbekommen haben, der Parteitag läuft so effizient wie noch niemals zuvor. Das ist auch ein ganz großer Schritt nach vorne. Und in Kombination, denke ich, können wir damit recht schnell reagieren, vor allem wenn wir viele Grundsatzsachen mal verabschiedet haben. Dann müssen wir nicht mehr von heute auf morgen auf Forderungen nach einem Kriegseinsatz in Timbuktu reagieren, sondern können wir sagen, ja Moment, wir sind gegen Auslandseinsätze der Bundeswehr und also man könnte dann zusammenfassend sagen, dass Themen online vorbereitet werden und ja, die Abstimmung deiner, nach dem Modell, was du favorisierst, erfolgt in einer Briefwahl, sagen wir jetzt viermal im Jahr, zu festen Terminen. Beispielsweise, ja. Also weil alles andere wär organisatorisch kaum machbar. Oder also bei dem Modell für Baden-Württemberg sind wir auf bis zu sechsmal im Jahr gekommen, was geht noch organisatorisch. Im kleineren Rahmen ist es ja, ja dann eher einfacher. Aber sechsmal im Jahr ist schon viel, das wird heißen, wir hatten es limitiert auf 40 Anträge pro Durchführung, hätten wir 20 Anträge im Monat, das ist schon ein ordentlicher Durchsatz. Also ich glaube, das wird reichen. Und du wirst dich an der Kontroverse mit den Befürwortern eines Online-Abstimmungsmodells weiterhin beteiligen, sehr aktiv wie in der Vergangenheit? Ja, warum denn nicht? Ja, ich meine, man trifft sich an Parteitagen, man redet drüber, man trifft sich auch an Stammtischen, redet drüber, aber an dem Punkt, die Befürworter der Online-Seite sagen einfach, okay, online ist so viel einfacher, dass so viel mehr Leute teilnehmen, dass der Verlust dieser demokratischen Grundsätze oder die Abschwächung dieser demokratischen Grundsätze nicht so wichtig ist. Ich sehe es eben nicht so. Ich sage, die dürfen nicht abgeschwächt werden. Wir erreichen mit dem anderen System eine ähnlich hohe Beteiligung. Also müssen wir sie nicht aufgeben. Das ist einfach eine unterschiedliche Bewertung. Da kann man sich noch so oft an einen Tisch setzen und darüber diskutieren. Das ist eine andere Grundeinstellung an diesem Punkt. Da gibt es einfach ja, nichts mehr Rationales, keine Fakten mehr, wo man sich noch weiter ins Detail gehen kann, um es auszudifferenzieren. Das ist eine andere Bewertung der gleichen Fakten, die man auf dem Tisch liegen hat. Also das ist ein ungern gehörtes Wort, aber eigentlich ist es an dem Punkt schon eine Ideologiefrage. Ja? Ich weiß auch nicht, natürlich trifft man sich in Rede drüber, aber es geht nicht wirklich voran, es geht nicht wirklich zurück, es ist alles gesagt, schon seit Ewigkeiten, glaube ich. Also, ja. Ja, das ist ein spannendes Thema. Vielen Dank für deine Einblicke und ich wünsche dir noch einen erfolgreichen Parteitag. Ja, danke dir auch.